Wie ist es für dich, wenn du deine ganz persönliche Freiheit, deine ganz persönliche Klarheit und eine ganz natürliche innere Leichtigkeit verspürst? Das ist doch ein ganz toller Zustand, oder? Du weißt genau, was zu tun ist. Du weißt genau, welche Entscheidungen an welcher Stelle zu machen sind. Du bist voll in deiner Kraft und Angst gibt's für dich nicht. Und genau darum geht's in diesem Video. Wir besprechen in diesem Video, und zwar ich habe 5 Impulse für dich zum Thema mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit und mehr Klarheit. Und wir bereiten uns da gerade auf unseren Paragleiterflug vor. Der Philipp hier rechts im Bild ist mein Sohn. Er ist ein sehr talentierter und sehr erfahrener Paragleiter. Und ich fliege heute im Tandem mit und wir schauen uns das Ganze einmal aus der Vogelperspektive an. Und zwar das Thema Freiheit, Leichtigkeit und Klarheit. Und ganz nebenbei schauen wir uns die Bergwelt einmal aus der Vogelperspektive, aus der Perspektive eines Adlers oder eines Falken an. Und wir lassen uns einfach einmal so dahin treiben. Und wir machen da noch die letzten Vorbereitungen. Und wir machen heute, oder wir würden gern machen, eine Steilspirale. Was ist eine Steilspirale? Das hast du vielleicht schon mal beobachtet. Das ist, wenn sich der Paragleiter von oben nach unten schraubt. Das schaut recht spektakulär aus und es fühlt sich auch so an. Und jetzt machen wir noch die letzten paar Handgriffe und nachher starten wir gleich los. Wie ein Adler, wie ein Falke. Einfach dahin schweben. Ich hoffe, du hast schon mal die Möglichkeit, das zu tun, das zu erleben. Das ist wirklich ein ganz besonderes Feeling. Der erste Impuls zu unseren Themen. Also der erste Impuls zum Thema Freiheit, Klarheit und Leichtigkeit. Ist die Frage, bist du bereit? Wir sind ja momentan alle in einer Krisensituation. Aber eine Krisensituation ist immer eine Übergangssituation. Jetzt ist es viele, viele Jahre aufwärts gegangen und jetzt geht es abwärts. Und hinten geht es aber wieder aufwärts. Das heißt, wichtig ist, dass wir jetzt nicht in der Krisensituation oder im Krisendenken hängen bleiben. Wir müssen ein bisschen drüber hinausschauen. Und wir gehen jetzt gleichzeitig, jetzt im Dezember, in den Wassermannzyklus. Und jetzt ist die wichtige Frage, was hat dieser Wassermannzyklus, was hat der für eine Frequenz? Weil wenn wir diese Frequenz verstehen und erkennen und für uns nutzen können, wenn wir uns da ein bisschen anpassen können, nachher ist es wie wenn wir auf einer Welle schweben würden. Die Dinge, die wir erreichen oder schaffen möchten, die gelingen viel besser und viel leichter und ja, es ist wie gesagt, als wie wenn wir auf einer Welle reiten würden. Und diese Charakterzüge dieser Frequenz sind, das Miteinander wird enorm stark, das sich mit anderen vernetzen wird extrem fruchtbar, die Kreativität legt zu. Menschen, die immer sagen, ich will Erfolg haben, ich will es schaffen, die tun sich in der Zukunft eher schwer. Weil die Frequenz ist vom Ich zum Wir. Wir werden große Erfindungen sehen und wir werden neue Möglichkeiten sehen auf allen Ebenen. Denn der Wassermann ist ein Erfinder, der ist kreativ, der ist lebendig, der bricht alte Strukturen ein. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert. Und darum bitte ich dich nochmal, schau über diese Krise hinaus. Da passiert jetzt sehr, sehr viel. Und darum die Frage an dich. Bist du bereit? Bist du bereit für die neue Zeit, die etwas jetzt anfängt? Ja.
Und dieses Bild passt zu unserem nächsten Impuls. Der Philipp lässt gerade einmal seine Lenkhalter da oben einfach gehen. Er lässt einfach laufen. Und darum die Frage an dich: Willst du immer alles im Griff haben oder möchtest du einmal probieren, die Dinge einfach einmal laufen zu lassen dazwischen? Sie einfach gehen zu lassen. Weil du wirst merken, manche Dinge regeln sich dann einfach von selber. Du musst nicht immer alles im Griff haben, alles kontrollieren und alles überwachen. Du kannst die Dinge einfach zwischendurch einmal laufen lassen. Der dritte Impuls ist die Frage, was möchtest du auf deinem weiteren Weg nicht mehr mitnehmen? Reflektiere einmal dieses Thema. Was möchte ich auf meinem weiteren Weg nicht mehr mitnehmen? Von was möchte ich mich einfach trennen? Zum Beispiel von Dingen, die die ganze Zeit nicht funktionieren. Oder Dinge, die nicht fließen. Oder Dinge, die was mir enorm viel Energie kosten die ganze Zeit. Zum Beispiel Kunden, die was die ganze Zeit nur holen, aber niemals zurückgeben wollen. Einfach eine mühsame Geschichte, wo nicht im Fluss ist. Und schau dir diese Dinge einmal an und vielleicht könnte man einmal einfach Ballast abwerfen, sich von Dingen zu trennen und sagen, hey, ich möchte mich einfach von diesen Dingen oder diese Dinge möchte ich einfach jetzt nicht mehr mitnehmen. Ein perfekter Ausblick über dieses Tal. Und langsam bereiten wir uns auf die Steilspirale vor. Die Steilspirale ist intensives Drehen in der Luft. Und dazu passt der nächste Impuls und der heißt, was macht dir Angst? Das ist die Vorbereitung, was wir da jetzt gerade sehen zur Steilspirale. Man sieht, mir ist im Gesicht ziemlich kalt. Der Philipp ist da besser vorbereitet. Und was macht dir Angst? Kann es sein, dass es das Denken in der Zukunft ist? Dass wir sehr weit in die Zukunft vorausdenken und je weiter dass wir in die Zukunft vorausdenken, desto mehr Angst entsteht. Geh zurück in die Gegenwart. Geh in die Gegenwärtigkeit, in das Hier und Heute, so weit wie möglich. Nachher wirst du merken, du kriegst auf einmal wieder mehr Energie, weil wir seien alle angstfrei geboren worden. Ja, und das ist jetzt die Vorstufe zu unserer Steilspirale. Und der Philipp checkt jetzt gerade die Höhe ab, ob alles passt. Und jetzt macht er gleich einmal einen Zug mit der linken Hand und dann geht's abwärts. Angstthema. Was macht dir Angst? Yeah! Auf geht's! Das ist ein unglaubliches Gefühl. Gewaltig. Das musst du unbedingt einmal machen. Echt faszinierend, toll. Und da unten sieht man unseren Schirm im Schatten. Da unten ist unser Landepunkt. Und da hat man noch die fünfte und letzte, den letzten Impuls. Und der ist, und das ist die Frage, bist du offen genug, Neues zuzulassen? Wir haben besprochen, wir gehen in das Wassermann-Zeitalter. Das ist neu, kreativ, lebendig, miteinander. Und darum die Frage, bist du bereit? Weil dann wirst du gut durch dieses neue Zeitalter fliegen oder fließen oder auf der Welle reiten. Und genau das wünsche ich dir. Es war ein wunderschöner Flug. Es waren 5 Impulse, die was dir helfen sollen, mehr Freiheit, mehr Klarheit und mehr Leichtigkeit zu finden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Vierte Servus. Mach's gut.